Morgen wünsche ich und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Heute Morgen fahre ich hoch nach Dortmund. Ja, ich habe Freude. Nach Dortmund zur Liebe. Und hole dort eine TA-230, eine Mulde. Es ist 3.13 Uhr. So. Stellen wir mal die Navigation in. Feldbach. Okay. Dortmund, jawohl. Da müssen wir hin. Länge. Sie erreichen Ihr Ziel um 7.22 Uhr. Nö, mit Sicherheit nicht. Mit Sicherheit nicht. Fahr mal los und dann. Gang ist drin, zeigt keinen Fehler an. Das ist schon mal sehr gut. Verbunden mit der Vodafone Mailbox. So, Achszahl 7, passt. Alles schon eingestellt. Gut, Attacke. Drei Stunden 52. Wie gesagt, ich bin noch nie so gut hier hochgekommen. 31,7 Durchschnitt, 31,5 Durchschnitt, 316 Kilometer. Wenn es so nach Hause läuft, dann bin ich happy. Ich gehe jetzt mal da vorne rein, guck mal, ob die Jungs schon wach sind. So, 20 Minuten nach 8. Ich habe geladen. Sieben Tonnen auf der Zwillingsbereifung. Falscher Film. Weißt du, was ich vergessen habe? Licht und Luft ans Fahrzeug zu machen. So geht's. Jetzt
Hälfte vergessen hier. So. Geht's. Hab ja auf irgendeinem Parkplatz vor Wiesbaden, habe ich dann gestern Mittag um kurz vor 16 Uhr habe ich mich dann hingestellt. Ach, nicht der Einste, oder? Nicht ein Ernst, oder? Kupplung gestört. Ach komm. Ach komm, echt? Gar nicht. Nach einer gefühlten Ewigkeit ist jetzt endlich ein Gang drin. Ich glaub's gar nicht, echt. Geschaltet, alles gut. Schauen wir mal, wie lange. Alter, ihr macht hier was. Natürlich geschlagene 45 Minuten später los, als ich eigentlich wollte. Auf jeden Fall mache ich leer. Und dann fahre ich nach Hause und dann geht das Auto wieder in die Werkstatt. Mittlerweile da, habe auch schon abgehängt, die Karre läuft auch schon, jo.
Weiß nicht, ob der Akku, der sieht voll aus. Gucken wir mal, wie lange der hält. Na? Lass euch mal hier stehen. Ich hoffe, dass das Teil stehen bleibt. Macht es anscheinend nicht. Moment. Hat das nicht drehen hier oben? Scheinbar nicht. Ich hoffe, man kann was sehen. Thank you.
Am Morgen läuft es wie Bolle. Ist mir am Tieflader ist ein Schlauch geplatzt. Eben beim Hochheben, als ich hochgehoben habe, als ich hier dann gedreht habe, dass ich eigentlich filmen wollte, aber dann hat die Kamera gemeint, sie müsste auf die Seite fallen. Ist heute irgendwie der 13. oder so. Stehe ich hier und warte bis um 7:30 oder so, bis jemand da ist. Passiert. Ja. Ich hoffe, ich konnte wenigstens ein paar ordentliche Bilder machen vom Abladen. Heute wird nicht mehr viel sein, denke ich. Ich fahre nach Hause, Sattel ab und fahre dann die Karre in die Werkstatt wieder. Gucken, vielleicht fahre ich noch ein bisschen Kipper oder so. Aber das sehen wir dann. So, ich nochmal. Hi. Sorry, 9:35 Uhr. Ich bin solo. Ist kein Schlauch geplatzt, sondern ist ein Ventil zum Achsensperren, dem ich die doch noch ins zwei Rehe. Doch meistens drei, oder? Aber kann man noch die zwei weiße Äsche erkennen? Egal. Eines der Ventile, das die Achsen sperrt, wenn ich eine Achse hochheben will oder so. Das ist so ein Block. Da sind vorne zwei Zahnrädchen dran und Zahnrädchen weggeflogen, aber das scheint schon länger zu sein, das habe ich noch gar nicht gemerkt. Und wohl ein Zahn, also eine Seite, da ist ein Zulauf und ein Rücklauf und eine Seite davon ist wohl nicht mehr ganz geöffnet gewesen. Und durch das Hochheben der Druck dann irgendwann so groß, dass das Ventil einfach gesagt hat, blub, ich habe keinen Bock mehr. Ja, jetzt fahre ich nach Hause. Wie gesagt, 9:30 Uhr, bis ich zu Hause bin. Jetzt könnte es vor 11 sein. Dann räume ich mein Fahrzeug aus. Ich vermute, der geht der Rest der Woche wieder in die Werkstatt. Sag ich euch später Bescheid. Aber im Moment sieht so aus, als dass ich das jetzt so machen werde. Ich habe dann meinen LKW in die Werkstatt gefahren. Der blieb dann, wie gesagt, bis Samstagnachmittag in der Werkstatt. Ich habe freitags nichts mehr gearbeitet, war keine Arbeit für mich da, alle Fahrzeuge besetzt, kein freier Kipper. Freitag war ich dann zu Hause. Ja, mehr Aufnahmen habe ich hier jetzt leider nicht. Machen wir Schluss. Eine kurze Folge, ich hoffe, sie gefällt euch trotzdem etwas. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem etwas Spaß dabei und ja, bleibt gesund, habt Spaß und haut rein. Bis denn. Tschüss.